Leute, freut mich, dass ihr reinschaut. Ja, was soll ich sagen? Es tut mir voll leid, dass ich euch das jetzt so kurzfristig sagen werde, aber es wird mein letztes Video vor der Hall of Fame sein. Ja, morgen ist es soweit. Ich freue mich schon mördermäßig und wir sind jetzt noch so ein bisschen am Gimbal-Testen, ne? Beziehungsweise Toni ist am Gimbal-Testen, denn der darf damit auch auf der Hall of Fame rumlaufen und Steffi darf hier schön auf dem Messegelände rumhopsen und irgendwas machen, nachdem ihr das entsteht. Und Toni wird der sein, der arbeitet. Den Gimbal haben wir jetzt schon ein bisschen zu Hause rumliegen, aber ne, ihr wisst es ja, arbeiten, alles ein bisschen stressig. Da war noch nicht wirklich Zeit, dass Toni sich mit dem Gimbal beschäftigt hätte. Und ich muss echt sagen, ich will es halt gar nicht tragen. Das ist nämlich wirklich scheiße schwer. Boah, dicken Bizeps für. Muss er noch Bizeps-Training machen? Hat er gestern gesagt, oh, dann muss ich noch Bizeps-Training machen, damit ich den Gimbal die ganze Zeit halten kann. Aber Leute, ganz kurz so ein paar, ja, einfach mal ein bisschen plaudern. Hall of Fame, wie sieht's aus? Steffi, wo bist du? Was machst du? Ich hab's gerade schon gesagt. Beziehungsweise ganz viele Leute haben einfach gefragt, du Steffi, wo bist du denn? Bist du in einem Stand oder so? Also ich habe einige Angebote gekriegt. Willst du dich bei uns arbeiten? Willst du dich dann hier mit einem Stand stellen? Aber ganz ehrlich, nein. Ich habe überall abgesagt, weil ich einfach viel mehr Bock habe, eigenständig auf der Messe rumzulaufen und tun und lassen zu können, was ich möchte. Darum, ihr werdet mich so auf der ganzen Messe irgendwo finden. Wir sind wahrscheinlich nur Samstag da, aber da schon von 9 bis, ja, je nachdem, wie lange wir Lust haben, beziehungsweise wie lange Toni den Gimbal halten kann. Und was soll ich euch alles erzählen? Es gab so viele Punkte. Zum einen natürlich, ne, ich weiß, wie schwierig, oder es, was soll ich sagen? Ich weiß, wie schwierig es für euch ist, mich anzusprechen. Das stimmt gar nicht. Aber im letzten Mal hatte ich ein paar Kommentare drin, wo dann jemand geschrieben hat, boah, Toni hat sofort geguckt und dann wollte ich dich gar nicht ansprechen. Ja, du meintest böse. Oder böse. Böse Fahrt ist ja das Gleiche. Ich guck nie Fahrt. Der schaut immer so. Ich guck immer böse. Der guckt immer so. Außer man verscherzt sich wirklich irgendwann mit Toni, dann guckt er noch grimmiger als sonst. Also da gar nichts denken. Und ich persönlich muss auch sagen, für mich ist es genauso schwierig wie für euch Leute, gell? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, hier, ich bin hier jemand, der läuft Arme in die Höhe und hallo, welche bin ich? Nein, so bin ich gar nicht. Für mich ist es auch ganz schwierig, dann mit fremden Leuten zu reden. Gerade wenn man sie einfach gar nicht kennt. Also ihr habt da schon so einen kleinen Pluspunkt, weil ihr mich einfach aus dem Fernsehen, vom Handy, YouTube, vom Bildschirm kennt. Aber ich euch eure Gesichter absolut gar nicht. Aber mich freut es auf jeden Fall, wenn man einfach auch mal ein Gesicht zu einem Account hat. Man schreibt mir dann doch mit ganz vielen Leuten. Und ich finde es eigentlich schon immer geil, wenn man dann auch wirklich mal eine Persönlichkeit und ein Gesicht dazu hat. Eigentlich wollte Toni, ich natürlich nicht. Toni wollte eigentlich da hoch, aber das Wetter sah nicht mehr ganz so fresh aus und ich habe eher so ein bisschen die Befürchtung, dass es gleich anfangen wird zu regnen. Dann, Leute, habe ich noch was zur Hall of Fame und zwar eine richtig, richtig coole, geile Aktion von Bang Shoes. Kam gestern ein Päckchen an mit dem neuen Liquid drin. Ja, ein kleiner Zettel, ein kleiner Brief mit dabei. Die ersten 100 YouTube-Follower, also ihr, die an den Bang Shoes Stand kommen, um 14 Uhr wohlgemerkt, und die Zauberworte Orange Tiger sagen, kriegen eine Überraschung. Ich habe selber keine Ahnung, was es ist. Ich vermute mal das neue Liquid. Also Leute, sobald es 14 Uhr geschlagen hat, stürmt diesen Bang-Chew-Stand und macht sie fertig. Ernsthaft, ich will, dass da 100 Leute stehen und dass die richtig ins Schwitzen kommen. Ich finde es auf jeden Fall eine richtig coole Aktion. Und ihr müsst mir unbedingt sagen, was es gibt, denn ich denke mal, wenn ich dahin gehe und sage... Ich gehe hin. Orange Tiger, ich weiß nicht, ob ich irgendwas krieg von denen oder nicht. Was mir gerade noch einfällt, ganz wichtig, denn der Lady hat auch so eine kleine Schatzsuche veranstaltet. Die haben irgendwie auf dem ganzen Messegelände, ich glaube, irgendwelche Goldbarren habe ich gelesen, irgendwas haben die versteckt. Und sobald ihr da so einen Goldbarren findet oder so einen Schatz findet, nagelt mich nicht auf dem Goldbarren fest. Es war auf jeden Fall irgendwas Schatzmäßiges. Und ihr mit dem Teil zum Internetstand geht, kriegt ihr da auch was geschenkt. Also fleißig suchen. Augen aufhalten. Augen aufhalten, sucht die ganze Messe ab. Toni ist wahrscheinlich der Erste, der reinläuft und oh, suchen. Muss Geschenke finden. Und weil wir gerade beim Thema Dinner Ladies sind, ich weiß, ich habe das
Gewinnspiel von diesem Jahresvorrat, von diesen 52 Fläschchen Dinner Lady, habe ich immer noch laufen. Einfach nur aus diesem Grund, weil ich will, dass wirklich jeder die Chance hat, da mitzumachen. Das ist eine richtig, richtig geile Sache, finde ich persönlich zumindest. Auf jeden Fall werde ich das Gewinnspiel ein bis zwei Wochen nach The Hall of Vape auslosen. Also falls da jetzt jemand noch nicht mitgemacht hat und ich weiß, worum es geht, Dinner Lady haut an einen von euch, beziehungsweise ich darf das, an einen von euch 52 Fläschchen Dinner Lady Liquids, egal was ihr da haben wollt. Alles, was wir im Sortiment haben, könnt ihr raussuchen, könnt ihr euch zusammenstellen. Ah, da kommt eine Kamera auf mich zugelaufen. Hey, es tut mir voll leid, dass Toni sich da gerade so rumspielt und auch für dieses Video, dass das hier alles gar nicht so professionell ist. Aber es ist für uns auch gerade so eine kleine Testversion. Einfach mal gucken, was der Gimmel alles hergibt. Und wenn Toni jetzt hier gerade mal mit der Kamera ein bisschen rumspielt, sei es ihm verziehen, lasst ihn Spaß dran haben. Aber wir wollen natürlich wissen, wie das beste Bild irgendwie rauskommt. Und weil wir gerade noch beim Thema Liquid sind, Frage, was war los mit euch? Habt ihr alle Fußball geguckt letzten Dienstag? Es hat sich noch keiner von den beiden Gewinnern der Blue Dragon Liquids gemeldet. Also, keine Ahnung, was war los, Leute? Guckt euch das Video an, guckt an, wer gewonnen hat. Dann habe ich noch so einen kleinen Punkt, und zwar, ich habe euch letztes Mal ja gefragt zu meinem einjährigen YouTube-Dasein, was ihr denn für ein Video sehen wollt. Ich wollte euch da nur noch mal dran erinnern, dass ihr immer noch abstimmen könnt, beziehungsweise abstimmen dürft. Momentan liegt ganz klar in Führung, was man denn so als YouTuber an Hardware, beziehungsweise auch an Liquids so in einem Monat kriegt. Aber ich fand es auch ganz geil hier, dass echt ein paar Leute abgestimmt haben. Gibt es Einhörner wirklich? Also da wäre auf jeden Fall ein cooles Video dabei rausgesprungen, Leute. Toni und ich haben da schon mal ein bisschen drüber geredet, was wir denn machen würden, falls das Video wirklich zustande kommen müsste. Ja, wir wären schon in den Wald reingegangen und hätten ein Einhorn gesucht für euch. Und wir hätten auch definitiv eins gefunden. Toni hätte ein Einhornkostüm angezogen. Nur so ein kleiner Spoiler. Und bevor jetzt unser Gimbal-Test abgeschlossen wird, habe ich noch so einen allerletzten kleinen Punkt. Und zwar haben uns Toni und ich überlegt, dass wir mal, weiß ich nicht, so alle ein, zwei, drei Monate, mein Gott, je nachdem, wie es mit Arbeit läuft bei uns, dass wir einfach mal so ein Frage-Antwort-Video machen. Also quasi, ihr könnt nicht nur mir Fragen stellen, die müssen auch gar nicht rund ums Dampfen gehen, sondern es dürfen einfach allgemeine Fragen sein, sondern ihr dürft auch Toni Fragen stellen, die er euch dann beantworten wird. Was? Ja. Warum mir? Ja. Interessiert die Leute bestimmt, was du so denkst. Ah. Ja, okay. Nee, auf jeden Fall haben wir uns das überlegt, einfach dann so der Kommentar oder die Frage, die dann am meisten Likes hat, dass wir uns ein paar raussuchen und dann wirklich die beantworten in dem Video. Da freue ich mich schon drauf. Ich bin gespannt, was da so für Fragen von euch rüberkommen. Ich will natürlich nur normale Fragen, das ist euch bewusst. Keine Fragen. Ihr wisst, was ich sagen will. Dann würde ich auch gleich sagen, ist es einfach der perfekte Anfang, um damit gleich mal zu starten. Schreibt die Fragen in die Kommentare rein. Und Toni und ich werden uns da ein nettes Video überlegen, um eure Fragen zu beantworten. Und dann, glaube ich, bin ich durch für heute. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr reingeguckt habt. Ich freue mich jetzt mördermäßig auf The Hall of Vape. Wir werden, oder ich persönlich zumindest, werde bald schlafen gehen, denn es wird sehr, sehr, sehr früh aufgestanden. Wir werden so um 6 Uhr losfahren. Ja, 6 Uhr losfahren, sind wir um kurz vor 9 da, je nachdem wie der Verkehr ist, und dann geht's auch schon los. Ich freue mich, Leute, schreibt mir auf jeden Fall, wer von euch alles da ist. Und wenn ihr Lust auf ein Pläuschen habt, dann sprecht mich an, auch wenn Toni grimmig guckt oder so. Der kann nichts dafür. Der kann nichts dafür, der guckt so. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Schlaft gut und wir sehen uns hoffentlich morgen. Leute, macht's gut. Yeah.
quasi. Ihr könnt Fragen stellen. Ups. Das Kamera ist mal gefragt. Was war das für ein Tier? Und weil wir ja noch beim Thema Liquid sind, so laut ist es gar nicht, du Pflaume! Das ist ein gutes Mikrofon, das hört deine Schnapse. Lass mich schlürfen! Mein Gott! Okay. Und wer jetzt auch erst nach, ein, zwei Wochen nach der Hall of Vape? Also irgendwo ist die Professionalität dann auch weg, wenn er die Kamera da oben und du immer weiter mit dem Kopf nach oben, nach oben. Selfie-Style. ja, ich habe den Faden verloren. Du hast getestet, nach was schmeckt es? Ich durfte es noch gar nicht testen. Chili-Note im Abgang. Chili-Note? Ja, ernsthaft. Das brennt. Es steht auch drauf. Burn after vaping steht drauf. Ist ja eklig. Habe ich dabei? Ich hab's nicht dabei. Das Wetter sah jetzt nicht mehr ganz hier, so bitte. Fresh aus. Ja, entsprechend. wir sind nur. Was eigentlich? Das kenne ich von dir. Ja, wenn die Worte fehlen, dann macht man einfach. Und Toni ist der, der arbeitet. Fuck. Das war ja jetzt sehr viel Kontext. Fuck. Fuck. Und nicht nur einfach irgendein Bildchen. Und das war's dann. Oh, 18 Uhr. Zeit für die Feierabendhalbe. Oder es war um 16 Uhr. Denn kein Bier vor 4.